Oh, willkommen zurück bei Donkey Kong 64 und Welt 3, Fabrik Fatal. King K. Rools düstere Spielzeugfabrik. Wir sind hier, um die Produktion aufzuhalten und so K. Rools größten Freizeitspaß zunichte zu machen. Das wird ganz sicher einen Critical Hit bei ihm auslösen. Oh yeah. Aber die Fabrik ist verworren und es gibt fiese Gegner, wie zum Beispiel diesen Robo hier, den man eben doch nicht nur mit der Feenaura besiegen kann. Da muss ich mich berichtigen. Es ist auch mit einer Granate möglich. Das habe ich leider vergessen. Aber ihr hattet recht, Leute. Vielleicht musste ich dran denken, weil es sich hier am besten anbietet, die beiden Robos mit der Feenaura zu zerstören. Keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall nicht ganz richtig gewesen. Es ist mit Granate möglich und sogar noch mit einem anderen Move, den wir noch nicht haben, uns jetzt aber holen werden. Denn mittlerweile haben wir mit Chunky genügend Geld gesammelt, sodass wir uns jetzt das Instrument bei Candy und die Tränke bei Cranky kaufen können. Im gleichen Atemzug werde ich auch gleich mal die Upgrades mit den restlichen Kongs holen. Donkey hat seinen Trank ja schon, Diddy auch, aber Tiny und Lanky wollen ebenfalls noch was haben. Hallo, da bist du ja wieder. Hast du endlich Müll aufgesammelt und dir ein paar Groschen verdient, so wie ich, als ich jung war? Ach, ihr jungen Leute, ihr wisst einfach nicht mehr, was man für sein Geld tun muss. Wenn du meinst. Primatenpunch, Caputus Duplexus. Das klingt doch sehr interessant. Ich habe bei dir immer überlegt, wie ich bei dir kleinen Hirn noch etwas mehr rausholen könnte. Aber immer wieder komme ich zu dem Entschluss, außer feste draufschlagen kannst du einfach nichts. Du bist einfach so ein typischer Macho. Und deshalb habe ich deine Faust noch stärker gemacht. Drücke Z und dann B, um so einen richtig heftigen Punch rauszuballern. Aber schlag damit bitte keine Omas. Hab ich nicht vor. So, dann Tiny. Die bekommt was ganz Schönes. Ist dir eigentlich bewusst, dass du nichts weiter bist als ein Dixie Kong Duplikat? Nein? Dann sieh her. Aber zahl erstmal 5 Münzen. Tiny bekommt den Wirbelwind Propellus Lufticus. Da Dixie nicht hier ist, aus welchem Grund auch immer, scheiß Entwickler, habe ich mir gedacht, ich entwerfe einen Trank, der dir ihre Ability verleiht. Du kannst nun nämlich genauso fliegen wie sie. Wobei, nein, das stimmt nicht. Du kannst nur über einen gewissen Zeitraum, durch Drücken von A und nochmal A durch die Luft wirbeln, irgendwann sinkst du zu Boden. Sorry, ich konnte nicht mehr aus dir rausholen, du hast einfach nicht so viel Potenzial wie sie. Okay, da muss ich Cranky jetzt aber durchaus zustimmen. Und als letztes Lanky. Weißt du, was das Schöne ist, wenn man jemanden vor sich hat, der einfach keinen Style hat und bei dem es scheißegal wäre, wenn er durch irgendein Experiment verunglückt? Richtig. Ich kann machen, was ich will. Ich habe mir was Lustiges einfallen lassen. Lanky erhält Kong-Ballon, Ballonus Kongus. Da du Versager niemals es zu irgendwas schaffen wirst, wirst du wohl auch nicht in der Welt herumkommen. Aus diesem Grund dachte ich mir, betritt einfach Platten mit deinem wirklich verzerrten Face drauf, drücke Z, um in die Luft zu gelangen und guck dir so die Welt von oben an. Aber ich bin mir sicher, du Komplettversager wirst irgendwann nicht widerstehen können und furzen müssen. Stimmt's? Wollen wir es mal nicht hoffen. Aber andererseits kommen wir so oder so an Orte ran, die vorher unzugänglich waren. Nun, Chunky,
ich muss dich noch zu einer besonderen Person lassen. Bitte, haltet euch an den Jugendschutz, okay? Aber so schüchtern wie Chunky ist, wird er sich wohl eh nicht trauen, irgendwas in Richtung Candy zu unternehmen. Weißt du, ich mag schüchterne Jungs. Ihr habt was ganz Besonderes an euch. Und meistens seid ihr auch richtig gut. Er bekommt die Terror-Triangel. Und bei dir weiß ich doch, dass deine Außenhülle, bepackt mit Muskeln, nichts weiter als eine Maske ist. Dein Inneres ist sehr viel weicher. Genauso wie ich. Und deshalb habe ich dir ein Instrument besorgt, was zu deinem Charakter passt. Eine Triangel. Um diesen wunderbaren, sanften Charakter zu zeigen. Mein Lieber, enttäusch mich nicht. Ach, und solltest du irgendwann Lust haben, dein Testosteron bei mir abzuladen, dann meld dich, wann immer du willst. Was habe ich gesagt? Machen wir lieber weiter im Text. Chunky hat gleich mal hier drüben eine Aufgabe, bei der er seine neue Kraft verwenden kann. So. Und hier spielen wir gleich mal die Triangel. Denn es gibt zwei fiese Singer, die uns bei dieser Aufgabe enorm behindern können. Die sollten wir erstmal von oben runterholen. Zack. Dann auf den Schalter schlagen, damit sich diese Plattformen in Bewegung setzen. Und zu guter Letzt checken wir noch diese, ja, sehr auffällige Kiste ab. ETF? Hey, wieso kann ich das denn nur mit einer Stampfattacke zerstören und nicht mit meinem Megaschlag? Das macht gar keinen Sinn. Oh, Banana. So, es gibt kein offizielles Zeitlimit, aber ich glaube, inoffiziell hören diese Plattformen auch irgendwann auf, sich zu bewegen. Und so ist es. Tja. Hätte ich wohl erstmal die Kiste öffnen sollen, was? Egal, nicht weiter schlimm. Solange die Singer weg sind, haben wir hier freie Bahn. Die grünen Bananen hole ich als letztes, würde ich vorschlagen. Wobei, hier, die können wir schnell grabben. Und erstmal die goldene Banane einsacken. Chunk, Chunk, Chunky Kong. Gut gemacht, mein Lieber. Aber war jetzt auch nicht besonders schwer. Man braucht halt die Ability von Cranky. Mehr ist es nicht. Und jetzt schon 60 Bananen mit Chunky. Krass. Hier gibt es noch eine bunte Münze. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum Chunky mit 5 Münzen gestartet ist. Habt ihr euch ja auch in den Kommentaren gefragt, hä, wie kann das sein? Hast ihn gerade erst befreit, warum hat er schon Geld? Ja, daran lag's. So, und ich glaube, spätestens jetzt haben wir nie wieder Geldmangel. Weil selbst Chunky hat schon so viel Kohle, das wird er nicht mehr los. Da bin ich mir ganz sicher. So, Dolle. Gleich eine weitere Aufgabe für Chunky hinterher. Hier bei diesem Tiny Path müsste es noch eine Abzweigung geben, die für Chunky ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, war das hier oder war das die andere Seite? Ich glaube, es war doch die andere Seite. Hier geht's zu Snide, ne? Da waren wir ja auch schon. Mann, Kamera. Ich sehe nichts, Alter. Oder war das doch nicht hier? Oh oh. Habe ich etwa die Orientierung verloren? Ah, das müsste hier gewesen sein. Hä? Okay, kleiner Hänger meinerseits. Oder war das bei der Fünferplatte? Oh, damn. Bin mir gerade gar nicht sicher. Fuck. Es gab doch so ein Tor. Wir sind doch da auch schon dran vorbeigelaufen. Und das kann Chunky aufschlagen. Ich muss mal ganz kurz die Fünferplatte verwenden, weil wenn es hier nicht war,
Muss es in dem anderen Gang gewesen sein? Oh oh. Solche Orientierungslosigkeiten wollte ich ja eigentlich nicht in diesem Let's Play haben. Aber ja, ihr seht schon, dass diese Welt durchaus verzwickt ist. Es muss jetzt hier sein. Ja, genau. Danach habe ich gesucht. Da gibt's einen Bonusfass. Vor denen habe ich ja immer Angst. Was ist die Aufgabe? Ah, das Labyrinth kennen wir ja schon. Alles oder nichts. Oder? Kennen wir das? Sammle alle Münzen und erreiche danach die Zielflagge. Nö, kennen wir nicht. Also wir haben schon mal so ein Labyrinth gemacht, aber diesmal müssen wir sogar noch Münzen einsammeln. Das ist eine neue Version, an die ich mich auch gar nicht so wirklich erinnern kann. Klingt aber machbar. Die ganzen Gegner, die können Chunky nichts anhaben. Die stoßen einfach mit unseren Muckis ab, ja? Komm doch her, Alter. Was willst du, Alter? Ich schlug den Kopf, Alter. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Finden wir die richtige Seite? Ja, tatsächlich. Da ist die Sackgasse mit der Münze. Und somit ist die Zielflagge und die letzte Münze automatisch hier drüben. Perfekto. Well done. Wie er so schlägt. Ich mag Chunky. Also von den neuen Kongs ist er mein Liebling. Oh, Banane. Er ist sympathisch. Chunk, Chunk, Chunky Kong. Aber abnehmen könnte er vielleicht ein bisschen. Nichts gegen dich, mein Lieber. Ah, du bist schon cool. So, womit könnten wir jetzt weitermachen? Ach, wenn wir schon hier bei dem Raum waren, dann lasst uns doch gleich mal die ganzen Aufgaben hier komplettieren. Wir haben schon die kleine Tiny Aufgabe gemacht. Jetzt können wir ja weitermachen mit Diddy Kong. Der kann nämlich diesen riesigen Würfeltower hier erklimmen, wenn er seine Platten schon benutzen kann. Aber wir haben die ganzen Tränke ja gekauft, daher ist das kein Problem. Oha, er hat erst 23 Bananen. Da geht aber mehr, mein Lieber. So, jetzt unbedingt die richtige Richtung wählen. Links gibt es nämlich noch eine Bananenstaude, rechts nicht. Ich glaube, da ist sogar gar nichts mehr, oder? Oh, warte. Ah, okay. Da ist doch noch was. Okay, also unbedingt beide Richtungen abchecken. Wobei der Weg, den wir gegangen sind, der ist auf jeden Fall besser. So hast du alles im Blick. Und ist man dann ganz oben angekommen, gibt's noch ein Bonusfass. Was war das? Ah, okay. Funkelnde Feen. Treffe die Klapptraps, um der Fee den Weg zu räumen. Drücke A, um Melonen abzufeuern und treffe die Melone, um nachzuladen. Ja, solche Minispiele sind eigentlich leicht, aber ich habe leider ein bisschen Controller-Probleme. Das hatte ich ja auch schon bei dem anderen Game, was wir gespielt haben. Was war das noch gleich? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Aber da mussten wir sowas Ähnliches machen. Ach genau, Schlangen füttern. Richtig. Ja, ich habe leider ein paar Steuerungsprobleme. Da muss ich unbedingt was tun. Denn auch von diesen Minispielen wird es noch sehr schwere Versionen geben. Aber für hier und heute hat es gereicht. Natürlich ist es am sinnvollsten, immer in einer Reihe zu schießen, von links nach rechts. Und nicht so wie ich, in der Mitte beginnen. Das war auch gar nicht beabsichtigt. Weil so ist es am einfachsten. So ist es wirklich am einfachsten. Dann können die Feen einfach durchfliegen, ohne dass irgendwas passiert. Hast du trotzdem ganz nice gemacht. Danke dir. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so hinabstürzen, aber okay. Geht halt schneller. Als nächstes. Warte. Da gibt es ja sogar ein Tauschfass, ne? Genau, hier drüben. Als nächstes machen wir weiter mit Lanky. Und dann sind wir auch mit diesem Bereich hier durch. So, der kann hier gleich seine neue Ability benutzen. Den Luftballon. Oh,
und so hier hoch gelangen. Durch einen Furz können wir die Luft wieder ablassen. Welcome to Bonus und Day. Ja, uns in das Fass fallen lassen. Also diese Abilities war wieder äußerst cringe, aber passt super zu Lanky. Und nun zur Aufgabe, ein Bandit. Ein armiger Bandit. Wenn du 4 Bananen auf die Reihe bekommst, knackst du den Jackpot. Drücke A, um die Räder zu starten und zu stoppen. Okay, wir brauchen 3 Hits und haben 45 Sekunden. Das ist eigentlich machbar. Aber Konzentration ist vonnöten. Ich bin nicht so häufig in der Spielhalle. Also eigentlich gar nicht. Ist nicht so ganz meine Welt. Ja, aber hier dreht sich das Ganze ja noch relativ langsam. Da gibt's auch Versionen, wo das schneller geht. Und wo man noch häufiger 4 in einer Reihe benötigt. Das hier ist easy. Wobei ein Fehler auch heftig bestraft wird, ne? Zeitlich. Wir machen aber keine Fehler. Wir machen alles richtig. Das hast du mal wieder wunderbar gemacht. Selbst als furzender Ballon schaffst du es, eine goldene Banane einzusacken. Cranky wird staunen. So, ganz kurzer Switch zu Diddy. Wir werden mit ihm jetzt nämlich einen, ja, komplett neuen Bereich betreten. R&D. Was heißt denn R&D eigentlich? Also das D steht bestimmt für Department, aber was ist das R? Weiß es einer? Kennt sich da jemand aus? Wäre ganz interessant zu erfahren. So, genau. War jetzt nur wegen den Münzen. Jetzt wieder zurück zu Lanky. In diesem Bereich hier hat jeder Kong eine Aufgabe und die sind auch alle ziemlich kreativ und cool. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob wir heute schon damit anfangen werden. Oh, Vorsicht. Bist du bescheuert? Ich sau dich ein mit meinen leckeren Trauben. Was wollte ich sagen? Genau. Also, jeder Kong hat hier eine Aufgabe. Lanky kann hier kurz den Rundgang für uns erledigen. Die Zweierplatte aktivieren. Und auch die Bananenstaude auf der anderen Seite einsammeln. Dann bin ich mal überlegen, ob wir das jetzt schon machen sollen oder nicht. Ich würde halt gerne alle Aufgaben in einen Part packen, aber das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Was wir aber machen können, ist kurz nochmal zu Diddy wechseln? Ja, stimmt, mir fallen gerade noch 2 weitere Aufgaben ein. Die sind sogar direkt hier, oder? Oder? Nee, warte, von hier sind wir gekommen. Oder? Ja, doch. Es gibt noch einen weiteren Gang, den sollten wir uns anschauen. Das war nicht der, nein. Warte, was ist denn der? Oder ist es doch hier? Nee, von hier sind wir gekommen. Was könnte R&D heißen? Ist es vielleicht so das Planungsdepartment? Ah, hier, das Tor da oben, meinte ich. Übrigens, ist euch aufgefallen, dass die meisten Hassans in dieser Welt super easy zu bekommen sind? Die liegen alle mehr oder weniger auf dem Weg. Ist halt ein bisschen schade, aber okay. Oh nein, warte, war das nicht... Oh shit. Ich glaube, jetzt lernen wir die schlimmste Bonusmission des Spiels kennen. Und davon gibt es auch mehrere Versionen. Das hier ist jetzt noch die einfachste. Lol. So, jetzt hat's geklappt. Ich habe mich erinnert, das ist mir schon als Kind häufiger mal passiert. Keine Ahnung warum, aber kommt wohl bei diesem Bonusfass häufiger mal vor. Ist vielleicht auch besser, an diesem Bonusfass vorbeizuspringen, denn wie gesagt, bringt es uns zum schlimmsten Minispiel dieses Games. Biber Butzemann. Alles hört sich so einfach an. LOL, da ist einer gestorben, ohne dass ich was gemacht habe. Okay, perfekter Beginn.
Aber das heißt nicht, dass wir es schaffen werden. An sich hört sich das alles recht einfach an. Wir müssen die Biber scheuchen und erschrecken, sodass sie in diese Grube fallen. Aber, wie ihr schon seht, funktioniert das nicht immer. Denn manche fallen rein, andere wiederum wollen einfach nicht oder bleiben vor einer unsichtbaren Wand hängen. Aber gerade ist dieser Durchlauf wirklich sehr, sehr gut. Oh mein Gott, das ist richtig gut. WTF, heftigste Leistung bisher. Oh mein Gott, komm schon bitte. Ohne Fail, die Scheiße. Aber auch einer kann 20 Sekunden lang nicht rein wollen. Oh, oh. Erstes Biber-Butzelmann geregelt. Das habe ich nicht für möglich gehalten, schon gar nicht so heftig. Ey, das war ein mega Durchlauf. Dad, Dad, Daddy, komm! Selbst Diddy ist komplett perplex, weil seine Freude, also dieses Donkey Kong, kam jetzt irgendwie verzögert. Das Spiel hat sich wahrscheinlich auch gedacht, hä? Wie hat er das gemacht? Oh my fucking goodness. Aber dieser Scheiß wird uns noch ein paar Mal in diesem Game begegnen und schlimmer werden. Das hier war die einfachste Version. Und selbst hier hatte ich nur noch, was war's, 20 Sekunden übrig? Keine Ahnung, ob später dann auch ein bisschen mehr Zeit überbleibt, aber es ist egal, es ist egal. Auch wenn man das jetzt nicht gesehen hat, weil ich außerordentlich gut war, ausnahmsweise mal. Das Minispiel ist broken, ja? Das ist wirklich broken. Mann, stirb doch, du Arschloch. Ja? Leute, die das Spiel gespielt haben oder das alte Let's Play gesehen haben oder auch andere Let's Plays gesehen haben, die werden genau Bescheid wissen. Das war gerade göttliche Fügung, dass das geklappt hat. Boah, jetzt bin ich glücklich. Jetzt kann in dieser Welt eigentlich nichts mehr... Ja, wobei doch. Die Donkey Kong-Aufgabe kommt ja noch. Die ist genauso heftig. Aber ja, erstes Mal Biber Butzelmann überstanden. Geil, einfach geil. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so ergangen ist, als ihr das Spiel gespielt habt. Aber so gut wie jeder, den ich kenne, der struggelt regelmäßig bei diesen scheiß Games. Ich wundere mich gerade selber, dass so viele da tatsächlich runtergefallen sind, weil eigentlich bleiben die wirklich sehr, sehr häufig direkt vor der Grube hängen und fallen einfach nicht runter, egal was du machst. Du kannst in den Arsch beißen, kannst in den Schwanz beißen, kannst in den Kopf beißen. Es passiert nichts. Es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. So, weitermachen wir mit Donkey Kong. Und ich habe die kleine Unterbrechung vorhin genutzt und R&D gegoogelt. Es ist, Forschung und Entwicklung. Genau. Forschung und Entwicklung. Das passt natürlich auch ganz gut. Weil in diesen einzelnen Kabinen hier neue Spielzeuge getestet werden. Lass das bleiben, Alter. Hey! Klappspaten. Aber um die Räume kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich wusste, ich bin zu nah dran. Fuck. Wir machen jetzt noch eine kleine Easy-Aufgabe mit DK. Oder vielleicht sogar zwei. Muss mal schauen. Ja, doch, das verbinden wir noch. Es gibt hier oben nämlich nicht nur Biber Butzelmann, sondern noch diese kleine Hütte. Das ist, glaube ich, so eine... Ja gut, das steht drüber. Es ist Stromversorgung. Ich dachte, das wäre so eine Art Schaltzentrale. Aber ist es eigentlich auch tatsächlich... So, hier gibt's einmal Bananen! Und diesen Schalter. Oh wow, das sind ja richtig viele Bananen. Und dieser Schalter hier, der ist ganz, ganz wichtig. Denn ohne ihn können wir bei der großen Maschine nichts erreichen. Doch nun ändert sich die Sache. Und jetzt seht ihr auch mal, was für ein Riesenteil das ist. Und was für eine mega Herausforderung das wird, diese Maschine zu erklimmen. Es ist vor allem auch mega belastend, von da oben runterzufallen. Aber ich freue mich drauf. Oh, Banane. Dong, dong, Donkey Kong. Gut gemacht. Dank DK können wir nun also das Herzstück dieser Welt erkunden.
Trotzdem machen wir in der nächsten Folge erstmal mit diesen Räumen da weiter. Dafür werde ich jetzt aber noch ganz schnell die Donkey Kong-Aufgabe bei der Maschine mit Donkey Kong erledigen. Einfach weil sich das hier jetzt super miteinander verbinden lässt. Donkey kann nämlich als einziger... Na, wobei, stimmt nicht, alle können hier rein, aber nur Donkey und offensichtlich auch Lanky können hier etwas erreichen. Ich kann euch aber nur raten, unbedingt das Donkey Kong-Fass zu verwenden, ansonsten werdet ihr sterben. Und zwar ganz, ganz schnell. Ihr seht ja, was hier abgeht. Oh, lol, hier ist ein random Lanky-Ballon. Wie unnötig ist der denn? Der ist ja noch unnötiger als Morgenschiss. Aber gut. Wie auch immer. Ja, alle Bananen! Hat man es leider nicht so richtig gehört, das aber egal. Wieso? Donkey, du sollst doch mal in das Fass springen. Du sollst Bananen nehmen, Bruder. Donkey Kong. So, jetzt aber schnell raus hier, bevor wir noch bombardiert werden und keine Kristallkokosnüsse mehr haben. Weil die sind natürlich das Allerwichtigste in diesem Bereich. Ohne Kristallkokosnüsse gibt's auf den Sack. Und wisst ihr was? Den Lanky-Ballon, den holen wir noch schnell. Bevor ich den vergesse. Der ist so random. Das kann durchaus passieren, dass ich das verschwitze. Und das wollen wir ja nicht. Hoppla! Ne? Das wäre dann Hoppla, wenn man den vergisst. Nee. Wir machen alles richtig. In diesem LP wird geregelt. Wenn selbst Biber Butzemann weggeflext wird von mir, dann wird das ein ultimatives LP. Klar, es war jetzt erstmal die erste Version, aber dennoch. Boah, es ist schwer, hier den Ballon zu treffen. Alter. Na komm schon, du Scheißteil. Okay. Well done. Ja, heftig. Wenn ihr das Spiel genauso fühlt wie ich, dann lasst gerne einen Daumen da. Beim nächsten Mal geht's weiter mit neuen, coolen und cringy Aufgaben.